Und die Aktion One Lib One Ref ist eine super Gelegenheit für Bibliotheken, sich untereinander zu vernetzen. Stell dir eine Welt vor, in der alle BibliothekarInnen eine Quelle in Wikipedia hinzufügen. Genau das ist die Mission der One Lib, One Ref Kampagne der Wikimedia Foundation. Was genau hinter dieser Aktion steckt? Und wie auch du und deine Bibliothek daran teilnehmen und freies Wissen unterstützen können? All das klären wir jetzt. Zweimal im Jahr veranstaltet die Wikimedia Foundation auf Wikipedia die Kampagne One Lib, One Ref. One Librarian, also eine Bibliothekarin oder ein Bibliothekar. One Reference, eine Referenz. Die Idee ist, dass bei dieser Kampagne pro Bibliothekarin eine Quelle in einem Wikipedia-Artikel hinzugefügt wird. Welche Wikipedia-Artikel du dabei editierst, spielt erstmal keine Rolle. Dazu kommen wir aber gleich noch. Wikipedia bietet auf der Webseite alle Informationen zu dem Event und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Quellen in Wikipedia-Artikeln hinzugefügt werden können. Den Link zur Website findet ihr natürlich in unserer Infobox. Um zum Beispiel Artikel zu finden, die nicht genügend von Quellen unterstützt werden, kannst du das sogenannte Zitatjäger-Tool nutzen oder auch Citation-Hunt-Tool genannt. Dort werden dir automatisch Abschnitte von Artikeln gezeigt, die noch eine Quelle benötigen. Von dort aus kannst du direkt zu dem Artikel gelangen oder nach einem nächsten Abschnitt suchen, der dein Interesse weckt. Da das Projekt immer weiter wächst, bietet Wikipedia in diesem Jahr zusätzliche Möglichkeiten, um Einträge weiter zu verbessern. Neben dem Editieren von bereits vorhandenen Einträgen kannst du auch neue erstellen oder Wikipedia-Artikel mit Wikidata-Items verknüpfen, falls dort noch keine Verknüpfung besteht. Wenn du dich gerade fragst, was Wikidata ist, schau doch gerne in diesem Video von uns vorbei. Dort erklären wir dir mehr zu Wikidata. Vielleicht fragst du dich jetzt, wozu das Ganze? Man kann doch über das ganze Jahr Wikipedia-Einträge erstellen und editieren. Und damit hast du natürlich recht. Diese Kampagne soll, wie der Name schon sagt, vor allem Bibliotheken dazu pushen, gemeinsam an Verbesserungen von den Quellen zu arbeiten. Durch ihren professionellen bibliothekarischen Hintergrund haben die BibliothekarInnen die besten Voraussetzungen, um gute Quellen zu finden. Und die Aktion One Lib, One Ref ist eine super Gelegenheit für Bibliotheken, sich untereinander zu vernetzen. Die Bibliotheken können sich über die Startseite von Wikipedia für die Kampagne anmelden. So werden die editierten Wikipedia-Artikel als Team getrackt. Und so kannst du sehen, was andere Bibliotheken bereits an Refs hinzugefügt haben. So eine kleine Challenge spornt ja auch an, so viele Einträge wie möglich zu editieren und dadurch die Quellen von freiem Wissen für alle Menschen zu erweitern. #OpenScience. One Lib, One Ref findet jedes Jahr vom 15. Januar bis zum 5. Februar und nochmal vom 15. Mai bis 5. Juni statt. Also lege direkt mit deiner Bibliothek los. Und zusammen macht das Ganze noch mehr Spaß. Also warum nicht mal eine Hacky Hour in der Bib einlegen und gemeinsam nach guten Quellen suchen. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß bei der Aktion, gute Quellen für freies Wissen in Wikipedia-Artikeln einzufügen.